Hallo, meine Gutes, Ladies and Gentlemen. Wir spielen wieder Conan Exiles und ich habe gute Nachrichten für euch. Ich war auf der Suche nach Sandechsen. Vielleicht seht ihr es schon an unserer kleinen Shooty da hinten und was hier neben mir steht. Es hat sich einiges geändert. Ja, heute machen wir eine lustige Folge. Wir stürmen mein Lager und ich habe auch schon mal angefangen. Deswegen habe ich jetzt schnell die Aufnahme angemacht, weil ich gemerkt habe, hier droppt ziemlich krasser Scheiß. Okay, wir machen jetzt nämlich Folgendes. Eine coole Zeit miteinander. Ihr guckt das Video bitte bis zum Ende. Wenn ihr richtig Bock habt, mich zu unterstützen, Mitglied werden, okay? Das ist die beste Methode. Natürlich könnt ihr auch einfach ein Like und ein Abo dalassen. Wenn ihr das Abo schon dagelassen habt, dann natürlich ein Like und immer Video bis zum Ende gucken. Und falls ihr möchtet, klickt ganz kurz bitte einmal auf diese Werbung, die am Anfang meiner Videos kommt. Ihr müsst ja dann nichts kaufen oder irgendwas. Klickt bitte einfach nur kurz drauf. Ihr könnt es dann direkt wieder schließen. Und dann kriege ich dafür einen kleinen Obolus. Glaube ich zumindest. Ansonsten, ihr könnt auch liebend gerne, wie gesagt, Mitglieder werden. Aber jetzt zum Thema, was wir heute machen. Ja. Wir holen uns jetzt noch einen Tee, jetzt gibt's das Intro und dann geht's so richtig fancy los. Ich muss echt diesen Helm loswerden, das geht gar nicht. Bis gleich. So, ihr kleinen Racker innen. Wir haben jetzt endlich einen Sattel. Bei mir kam jetzt langsam mal der Gedanke, wieso baue ich mir nicht eigentlich mal langsam einfach einen Tisch des Sattlers und baue mir einen Sattel. Das hätten wir schon vor 5 Folgen gemacht. Das ist vollkommen egal, das ist ja später als nie. Zudem, sie hat ja jetzt nevedische Poingards. Und ihr seht, ich habe mal was Cooles gedroppt. Das wollte ich euch alles nicht vorenthalten. Wir stürmen dieses Lager hier, dieses, was eigentlich quasi ein Anfängerlager ist. Deswegen dachte ich, ja okay, das ist bestimmt nichts Cooles, aber auf einmal droppt hier so krasser Scheiß. Das hat 150 mit getreuen Schaden. Das hier ist Mittelschwerrüstung mit Stärkeschaden. Können wir mal gucken. Ja, sieht doch auch gar nicht so schlecht aus, oder? Sehr schön. Also wir können es theoretisch tragen, gegen Stärkewaffenschaden. Aber in der Theorie könnten wir auch den getreuen Schaden erhöhen, weil sie ja 2 Dolche hat. Na gut, also ihr seht, ich habe, wie ich es bereits gerade erwähnt habe, mehrfach schon angefangen und hier sind auch schon ein paar Tote. Es gibt auch gar nicht mehr so viele Gegner, die hier noch leben, ehrlich gesagt. Aber ich wollte euch den Loot nicht vorenthalten, weil Loot tut gut und hier ist eine Menge Loot. Also müsste es auch eine Menge gut tun. Ich bereue es gerade, dass wir keine Schaufel bei haben. Das ist doch bestimmt. Warte mal. Was ist das? Okay, was kann das? 47 zu 8. Das ist eine Stärkewaffe. Lass uns das mal angucken. Ist das ein... Das ist ein normales Schwert, okay. Also kein Kurzschwert. Ist auch ein bisschen kaputt vorne, oder? Ein bisschen stumpf geschliffen. Na gut, also nicht wirklich eine schöne Spitze. Aber sehr geil zu wissen, dass es das hier gibt. So eine Art Opfergabe oder irgendwas. Und schade, dass wir keine Schaufel haben. Sonst hätten wir uns das hier nämlich ausgraben können. Vielleicht wieder was Legendäres gewesen. Aber who knows. Wir nehmen das mit, wir nehmen das mit. Das ist ganz cool. Und guck mal an, Rezipienten des Schmerzes. Wie wäre es denn, wenn mal einer den angreift? Übrigens, das Pferd heißt Alessa. Falls sich irgendwer fragt, wer Alessa ist, die wir hier die ganze Zeit befehlen würden. So, und ich finde, diese Kombi hier klappt eigentlich gar nicht so schlecht. Zumindest nach meinen bisherigen Kampferfahrungen. Da war noch einer. Okay. Wie gesagt, ich war eigentlich auf der Suche nach Sandechsen. Ich meine, das sind Komodo-Varane. Aber ich hatte keine gefunden. Zumindest nicht direkt so schnell in dem Moment, wo ich gesucht habe. War übrigens nur 30, 40 Sekunden. Und dann sah ich dieses Lager hier in der Distanz und dachte mir, okay, guckst du doch mal rein. Ja, und raus kam cooler Loot. Und dann dachte ich, alright. Da seht ihr, das meine ich. Na, hier so fancy stuff. Rüstungswert 140, wir haben 210 mit getreuen Schaden. Stärkewaffenschaden, lasst mich mal überlegen. Also wenn wir, guckt euch das mal an. Wenn wir irgendwie Stärkewaffenschaden, sie hat jetzt Dolche. Was sind Dolche? 100 pro Beweglichkeitswaffen. 100 pro. Hier bin ich sicher, aber 100 pro bin ich mir sicher. Ja, also ich war mir zu 0,0-1% nicht sicher. Ach, guck mal an. Und Errungenschaft, oder? Weil Sternenmetall, oder? Siehst du. Erz aus einer Sternschnuppe. Dann plündern wir auf jeden Fall noch diese Kiste. Ja, die hatten wir schon.
Es ist so cool. Oh, da ist ja noch ein Schwert. Es ist so cool, das zu wissen. Oh, wieder was Neues gelernt. Das liebe ich so, wenn man mal neue Dinge lernt. Und auch Dinge, die man eigentlich schon kennen sollte. Oder zumindest Gegner, die man kennen sollte. Und dann lernt man noch was Neues. Das ist so cool. Das macht so Spaß. Eines der Dinge, die ich in diesem Spiel liebe. Besser als diese ganzen Bugs, die hier drin sind. Aber eines der Dinge, die ich liebe. Pass mal auf das Glas. Übrigens, ich habe das hier auch noch gefunden. Das ist ziemlich cool. Auf der östlichen Seite des Schiffs, der schwarzen Hand, hängt ein Anker. Gehe nicht laufen. Vom Anker 45 Schritte nach Norden. Und wende dich nach Osten und gehe 50 Schritte. Wende dich dann nach Süden und gehe 25 weitere Schritte. Wende dich dann noch einmal nach Osten und gehe 150 Schritte. Dort im Schatten eines mächtigen Baumes ist meine Truhe vergraben. Ich weiß nicht, ob wir das schon machen sollten, diese Schatzjagd. Weil letzten Endes bringt es uns nichts. Wir können faktisch nichts ausgraben. Deswegen, ich mir nicht sicher bin, ob das klug ist gerade. Aber ich wäre schon mal hoch daran interessiert, herauszufinden, was dort auf uns wartet. Atemtrank dann erstmal weg. Hoffe ich. Weißt du was? Ich habe so ein Gefühl, dass wir den vielleicht nochmal brauchen. Okay, das Schiff. Irgendwo hängt ein Anker am Schiff, richtig? Ist das das dort? Oder am schwarzen Schiff? Wir sollten die Anweisung mal in unser Inventar nehmen und nicht in seins. Ihres, sorry. Nehmen es mal rein und wir tun es mal statt dem Abhäutungsmesser, das eh kein Mensch braucht. Schade. Lass uns mal gucken, wie das aussieht. Ja, das ist doch auf jeden Fall schon mal ein Schiff. Ob das jetzt von der schwarzen Hand ist, weiß ich nicht. Das Aquatic Life hat sich aber ganz schön gemacht. Jetzt kann ich zum ersten Mal diesen Trank ausprobieren. Und seht ihr? Ich hatte recht. Ah ja, die Atemluft stoppt einfach. Oben links steht Wasseratmung. Das ist ziemlich cool. Das ist wirklich cool. Wir muscheln. Ich weiß nicht, ob das das Schiff der schwarzen Hand sein soll. Weil hier steht auch nichts mit Schwimmen oder so. Aber hey, haben wir zumindest eine Kiste mit Gold, die uns für unsere Mühen entschädigt. Das finde ich doch schon mal ziemlich nett. Okay, hier sind ein paar mehr gespawnt. Schön, dass wir auch ein bisschen Schaden mittlerweile machen. Das finde ich sehr, sehr, sehr löblich. Oh, nee. Neben... Ihr wisst genau, wie ich das hasse. Neben... Wie heißen sie? Jemand kann Kisten kaputt machen. Neben Lanzenkämpfern sind das so ziemlich mit die schlimmsten, die dir begegnen können. Nimmst du bitte das Schild? Ich weiß nicht, was dafür gesorgt hat, dass das Schild weg ist, aber nimm es wieder. Alright. Hast du irgendwas Cooles dabei? Ja, hast du. Allerdings weiß ich nicht, welches von beiden Heiler ist. Das gucken wir jetzt einfach mal an. Und das mit 167 Haltbarkeit. Nehmen natürlich nur noch das, was... Okay, das kann definitiv weg. So. Das mit mehr Haltbarkeit, selbstverständlich. Verständlichement. Was haben wir hier? Sehr schön. Eine Pike. Oh! Wir hätten fast was vergessen, aber was wichtig ist. Ja. Die schafft das schon. Wie viel hat der noch? 109. Das ist nicht schlecht, aber auch nicht gut. Zack! Ich habe das Gefühl, ich habe eine gute Kombi gefunden, wie wir zusammenarbeiten können, sie und ich. Ich gehe jetzt erstmal noch in den Obwohl... Ah, aktuell kann ich gerade genug tragen. Hier haben wir wieder 16 Punkte. Schön, schön. Ja, ich hätte jetzt unglaublich gerne mal eine Schaufel. Wir sind sogar in der Nähe von einem Lager, wo es Schaufeln gibt. Und zwar da. Und da und da. Aber ich habe jetzt bei keinem wirklich Lust, dahin zu laufen. Hier ist ja noch eine Kiste. Oh, guck mal. Schick und schick. Okay, der Laufangriff, der sah ziemlich fancy aus. Ihr habt vielleicht gesehen, wir haben auch neues Essen. Ist das cool? Freut ihr euch jetzt? Seid ihr glücklicher? Das wäre schön, wenn ihr jetzt glücklicher seid. Dann habe ich euren Tag verschönert. Das würde mich glücklich machen. Ich dachte, wir gehen jetzt mal da hinten in das Lager. Und dann schauen wir doch einfach mal. Naja, ob wir da vielleicht willkommen sind. Also ich zweifle es zwar. Aber hey, wir können ja zumindest mal Hallo sagen. Ich meine, wir sind hier in der Nachbarschaft. Ne? Wir müssen auch ein bisschen, ne? Freunde finden und sowas. Wenn es jetzt gleich knurrt oder was auch immer, dann haben wir ein Problem. Also eigentlich nicht, nein. Was ist das? Okay, da könnten wir auch noch hin. Ich meine, wir wollen eh ein bisschen erkunden, damit es Punktchen gibt. Punktchen, Punktchen, Punktchen. Wir brauchen so viele Punkte, wie es gibt. So schnell Level wie möglich. Und schon 36. Schön.
Bin mir sicher, wir schaffen auch bald 40. Können wir eigentlich irgendwas erledigen? Spinnen, Skorpione, Beutetiere, Turm und Sandechsen. Alright, das klingt zumindest machbar. Ja, ja, ja. Alles hat zum Angreifen beordert. Als ob das Pferd noch kämpfen kann. Früher konnte es das ja machen. Komm, wir machen das mal zusammen. Sonst mache ich das immer alleine. Das ist ja euch gegenüber auch nicht immer fair. Ist ja ganz cool, wenn wir das auch mal zusammen uns angucken. Also das war das beste Kurzschwert. Ich resette das, wie gesagt. Ey, wir gehen später maximal noch darauf, aber wir haben wahrscheinlich bei Waffen überhaupt keine Skillung hinterher mehr. Aber wir könnten das hier zum Beispiel mal kaufen. Ich meine, wir nehmen ja Schilde. Das ist... Dummerweise wird hier immer nur der Gesundheitsschaden, nicht die Haltbarkeit angezeigt. Dabei interessiert mich das am allerwenigsten. Aber das ist ein ziemlich gutes, das kenne ich noch von früher. Und eines meiner absoluten Lieblingsschilde war, ja genau, das antike Schild. Das flüsternde Schild, das ist ziemlich cool. Tja, auch noch ein kleiner Tipp an euch. Das hier kostet... Das hier kostet 0. Ja, also ihr müsst von Anfang an nicht direkt zahlen. Ihr müsst, könnt 0 investieren. Das wusste ich eben noch nicht und dann habe ich... Naja, ne? Das ist zu lange hinausgezögert und all sowas. So, ich glaube, ich baue ihr jetzt erstmal bessere Dolche. Jetzt haben wir noch 2. Ich kann vielleicht irgendwelche Pfeile noch lernen. Gerade nicht, schade. Okay. Waffenverbesserung auch nicht. Ist auch gar nicht so wichtig. Ich kann auch irgendwas bei Rüstung vielleicht machen. Ich strebe hier an, dass wir vernünftige Rüstung haben. Ah, Rüstungsmacherzeug müssen wir auch mal bauen. Die coolen Rüstungen kommen. Und wir bräuchten vielleicht mal Rüstungsschmiede. Also ich glaube, spätestens in der nächsten Folge gehen wir mal nochmal ins Lager und holen ein paar Leute, die für uns arbeiten können. Ich glaube, es wird langsam mal Zeit. Guck mal, hier ist das schon alles verschwunden. Das können wir schon lernen. Seht ihr? Dieses kleine Schloss ist verschwunden. Da bin ich ja total scharf drauf, ne? Und das ist auch noch nächste Stufe. Nice. Also Meisterschmied wäre ziemlich geil. Trankmacher. Es geht. Aber was mich interessiert, ist der hier. Das ist ziemlich cool. Zimmerermeister, Rasierin. Das ist cool. Da können wir aus Bomben, aus Holz können wir quasi Rinde machen. Ja? Fantastic. Glaub, das ist wirklich, wirklich cool. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum ich stehen geblieben bin, ich musste meinen Tee befreien von dem Loch des Teebeutels. Ergo, Prost. Ah, schon ziemlich geil. Das ist wirklich ziemlich geil. Doch, das kann ich euch nur empfehlen. Das Schiff ist zu klein. Das hat nichts mit schwarzer Hand. Wie gesagt, das sind weder stygisch oder nemedisch. Ich kann mir die alle nie merken. Ach, guck mal hier. Gelblotus. Gut zu wissen. Aber normalerweise Gelblotus wächst immer so irgendwo beim Wasser. Irgendwann irgendwo findet man immer Gelblotus. Ist jetzt also nichts so hardcore Besonderes. Tja, nehmen wir die mit. Ich meine, die kosten ganz schön Gewicht. Ne? Das kann zum Beispiel schon mal weg. Das ist, glaube ich, 5 Kilo oder so pro Wasserflasche. Und die kann man ja easy selber machen. Ein bisschen Glas. Okay, komm. Das machen wir jetzt auch noch zum Abschluss. Wir sagen mal Hallo hier. Hallo. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Nein, Quatsch. So, wer möchte? Jemand Interesse? Ah, Stiegisch. Okay. Sorry. Okay, jetzt haben wir es. Das sind Stiegische Söldner. Die gerade mit dem Pfeil ihren eigenen Kollegen erwischt. Aber da seht ihr schon, das hier sind schwerere. Die machen erstens mehr Schaden. Ja, dann merkt ihr richtig schon, okay, dieser Abschnitt der Insel ist vielleicht noch nicht so für Level 1 gewollt vom Programmierer. Weil die stecken auch deutlich mehr ein. Und das finde ich deutlich blöder. Okay. Lass uns mal vielleicht ganz kurz, wenn wir doch gerade schon die... Wieso genau kann ich nicht mehr heilen? Fragezeichen. Ich kann nicht mehr heilen. Okay. Ja, es gibt auch keinen Benutzen-Button mehr. Okay. Wir können Verbrauchsobjekte nicht verbrauchen. Ja, das halte ich jetzt für nicht ganz so cool. Das war so nicht mit eingeplant. Also Bogenschützen sind echt stressig. Muss ich zugeben. Außer sie arbeiten für mich, dann sind sie total nutzlos. Dürfen wir wirklich nicht heilen? Können wir vielleicht irgendwie... Nein? Ja. Text, nicht Test. Okay. Nein. War das... Ich
Ich hoffe, jetzt kommt gleich meine Helfershelferin und hilft mir mit etwas. Wenigstens. Dankeschön. Mir ging es jetzt rein um den Blueprint-Effekt, weil der unterstützt mich nämlich im Kampf, auch wenn es ein kumulativer Effekt ist. In the name of Set, identify yourself. Guten Tag, Scarilla. Ich bin hier um. Also eigentlich will ich euch nur Hallo sagen. Offenbar haben wir Diskrepanzen. Ne? Ich denke, wir sollten diese beilegen. Nein, wird es. Vielleicht. Also wie gesagt, manchmal finde ich kann echt gut kämpfen. Das sieht dann auch richtig professionell aus, als wüsste ich wirklich, was ich tue. Und manchmal, so wie jetzt gerade. Ja, da funktioniert es einfach nicht, wie ich es haben will. Schade, dass sie den nicht tot gekriegt hat. Aber hey, wir machen jetzt gleich erstmal neue Dolche. Was mache ich dann offscreen? Oder wollt ihr da unbedingt dabei sein bei sowas? Okay, ich mache es jetzt nochmal offscreen, aber ihr könnt mir bitte in die Kommentare schreiben. Möchtet ihr bei sowas dabei sein, wenn ich irgendwie Dolche oder, keine Ahnung, halt Ausrüstung für mein Leutchen hier fertige? Oder wenn ich mir da Zeit für nehme und dann. Möchtet ihr mal sowas dabei sein? Moment mal. Also ich dachte gerade, da steht Zutat. Bei einem Hemd. Also möchtet ihr dabei sein? Dann mache ich das auf jetzt immer, wenn ihr dabei seid. Ansonsten mache ich das einfach so. Ich denke mir nämlich jedes Mal, ist doch stinklangweilig, wenn ich nur an der Schmiede stehe und dann irgendwie Dolche oder so baue. Das kann doch nicht cool für euch sein. Also bei weitem nicht. Also ich finde es langweilig. Nicht ganz ehrlich. Okay. So, bevor es noch zu langweilig wird, ich glaube, hier oben sind noch welche. Bin mir da gar nicht ganz sicher, ob die nicht schon runtergekommen sind. Ja, da sind sie. Genau. Schiff könnten wir theoretisch auch noch stürmen. Machen wir auch, wisst ihr was? Da ist nämlich jemand drauf, den ihr sehen müsst. Falls sie da ist. Also es gibt eine Kapitänsdame, die müsste hier eigentlich rumtigern. Ja, Alessa, das ist jetzt super unpassend. Ja, kommt vielleicht mal irgendwann. Da ist sie. Okay. Soweit ich weiß, macht sie. Also, in meiner Skillung kann ich das machen, dass ich mehr Schaden mache, wenn ich von der Seite oder von hinten angreife. Vielleicht ist das bei denen auch so. Ich weiß es nicht. Ach, Blutungen, ey. Habt ihr gesehen, wir haben Blutung und Verkrüppelung gekriegt. Das ist ziemlich cool. Und ich wollte euch da irgendwas noch zeigen. Oh, ich wollte euch irgendwas in der nächsten Folge zeigen. Was wollte ich euch zeigen? Ja, freaking hell. Ich muss mir das irgendwann nochmal angucken. Ich hab's wieder vergessen. Es tut mir leid. Schreibt mir in die Kommentare, was ich in der letzten Folge gesagt habe, was ich in der nächsten zeigen möchte. Bitte. Denn ich will euch das gerne zeigen, glaube ich. Ich weiß ja nicht mehr, was es war. Oh mein Gott. Das sieht so cool aus, Goldstaub. Okay. Warte mal, kann ich jetzt vielleicht? Alright. Können wir vielleicht. Dieses Objekt kann nicht verschoben werden. What the fuck? Alright. Alright. Gab es irgendwas, was ich wissen? Habe ich irgendwas resettet aus Versehen? Habe ich irgendwas gelernt, dass das unmöglich macht, dass ich das trinken kann? Was habe ich getan? Werte, ich habe keine Effekte auf mir. Ich weiß nicht, was ich getan habe. Okay. Kann ich was essen? Ja, essen geht noch. Okay. Ich kann ich gar keine Verbände mehr nehmen? Entschuldigung, dass ich das jetzt mal ganz kurz machen muss. Ich weiß nicht mal, wo die sind. So, ich habe jetzt nochmal 10 Stück gespawnt. So, das hier waren. Da, das sind die 10. Ich kann keine von beiden nehmen. Ich kann die ablegen. Okay, so, wenn ich mir jetzt theoretisch neue Sporne, wenn ich sporne, da kann ich sie auch nicht. Ich kann sie nicht mehr anlegen. Okay, nice. Ja, Reboot tut gut, aber nicht jetzt. Da müssen wir halt ohne kämpfen. Hey, was ist das? Ein Brief. Ich fürchte, den lesen wir gleich. Das ist übrigens der Boss, von dem ich eben geredet habe. Ich weiß nicht, ob wir die besiegen können. Das war jetzt ein Fail. Ungewollter. Aber hey, sieht cool aus hier. Ich fürchte nur, dass wir jetzt unsere Helfershelferin verlieren. Weil ganz ohne Hilfe kommt die auch nicht mehr klar. Aber gut, Alessa lenkt ab, das ist schick. Vielleicht können wir irgendwie unterstützend agieren. Und notfalls einfach hier drüber fliehen. Oh, hier drauf könnte man bestimmt als Bogenschütze gut stehen. Okay. Ja. Ihr wollt mich begrüßen, ich weiß ja. Ich lieb. Cool. So, zack. Das Problem ist halt die Ausdauer, ne?
Da lasse ich mich doch gerne mal ganz kurz ins Wasser treiben. Ich würde mich halt unglaublich gerne jetzt heilen, ne? Aber es geht halt einfach nicht. Was habe ich denn getan, dass das nicht mehr geht? Ohne Scheiß. Hattet ihr das schon mal? Ich bin gerade etwas perplex. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie ich darauf reagieren soll. Könnt ihr mir bitte in die Kommentare schreiben, was das ist? Mindestens falls ihr Ähnliches oder Gleiches schon mal hattet. Alessa wurde getötet. What? Mein Pferd ist tot. Sie kämpfte tapfer. Dummerweise hat sie das Ganze, was ich schleppen muss jetzt. Oh nein. Freaking hell. Ich finde das ganz gut, dass hier Wasser gibt. Kann man ein bisschen Ausdauer regenerieren. Ja, wir verlieren jetzt gleich übrigens die nächste Helferin. Schade. Bis jetzt hatte sie sich echt gut gemacht. Es sei denn, das hier heilt sie. Das heilt sie nicht. Shooty folgte nicht mehr. Ja, Shooty ist jetzt auch tot, befürchte ich. Okay, das war ein bisschen viel. Das gebe ich zu. Können wir alles damit? Da war ich schon. What the heck? Hey, gibt's wieder. The heck? Gibt's die wieder? Fluten? Ich muss das jetzt mal ganz kurz gucken. Das möchtet ihr bestimmt auch sehen. Ja, wir machen es jetzt mal unsichtbar und wir fliegen jetzt mal da rein. Ich möchte jetzt mal sehen, was das hier ist. Okay. Ist das einer von den Dingen, die ich denke, dass sie sind? Also man muss das jetzt verhindern, dass dieses Event oder nicht? Ja, alles klar. Also er macht ein Tor auf. Beschwört damit exakt die gleichen, die sowieso schon hier drin sind? Oder wie darf ich das jetzt verstehen? Also, soweit ich weiß, ist das jetzt eins von diesen neuen Events. Das quasi das Grave-Event, was wir da auch hatten, Grave Matters. Sozusagen in noch fanziger. Ah, gut. Wir wollen nicht cheaten, das bedeutet. Gehen. Jetzt Tarnen weg. Übrigens, jetzt habt ihr auch mal die Einstellung gesehen. Ich muss das Pferd zurückholen. Ich muss alles zurückholen. Ach. Und ich brauche neue Gefährten. Mist. Na gut, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, dann lasst mir doch ein Like da. Vergesst nicht, Abo und Videos bis zum Ende gucken. Immer weiter, ne? Ich könnte das nächste Video nehmen. Das ist bestimmt ein fancyes, was euch empfohlen wird. Ich stapfe jetzt erstmal nach Hause, ziemlich bedrüppert. Und dann gehe ich hier unten hin und hole die Sachen wieder. Vorher baue ich aber noch coole neue Ausrüstung und gucke, ob wir Shooty retten können. Und keine Ahnung. Leider ist das alles offline. Offscreen. Sorry dafür. Aber hin und her laufen und Sachen holen finde ich absolut total uncool. Wenn irgendwas Cooles passiert, mache ich die Aufnahme an. Jetzt muss ich erstmal abhauen. Vielen Dank. Sehen uns. Bis dahin. Bleibt mir gesund. Valador Herris. Euer Wolf.